Herzlich willkommen zurück zum 8. Spieltag der Pro League 2. Wir gehen rein in einen Gegner, den ich ja persönlich auf Rang 1 getippt habe in den Predictions vorab der Saison und spielen hier gegen die Bang Pros. Heute mit dabei ist der gute Masti, unser ZOM. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Aber ich versuche auch immer, die Leute ein bisschen ranzukriegen von den anderen Vereinen. In diesem Fall hätte ich sogar den Pato ranbekommen. Nur da war es gerade zeitlich noch ein bisschen schwierig für eine Abstimmung. Deswegen mache ich dann einfach in der Rückrunde mit ihm hier das Commentary. Wir gehen hier auf jeden Fall direkt rein in die Partie. Und ja, ich würde sagen, wenn man hier irgendwas mitnehmen kann, was Zählbares, wäre es ziemlich gut. Man kann natürlich in dieser Liga jeden schlagen. Aber was sind denn deine Erwartungen gegen solchen Gegner? Ja, es ist ja bei uns auf der einen Seite so, dass wir gegen starke Gegner, und Bang Pros ist für mich auch der stärkste Gegner in der Liga, es immer schaffen, relativ konzentriert zu spielen, also wenn es gut läuft. Dann haben wir natürlich auch noch einen Kroos im Tor, wie man jetzt gerade schon sehen konnte. Ja, super gehalten schon. Ja, genau, und dass wir gegen die in Anführungszeichen schwächeren Gegner, oder ich sag mal die aus der unteren Tabellenhälfte, dann öfter mal ins Schwimmen geraten. Und deswegen habe ich natürlich großen Respekt davor. Aber ich habe auch schon ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass vielleicht was geht. Ja, wenn wir gut stehen, wenn wir gut pressen. Und ja, schauen wir mal. Und wenn Kroos gut drauf ist, das ist natürlich immer wichtig. Das ist immer wichtig. Wir brauchen immer gutes Rückgrat, ne? So jemanden wie den Kroos, die Verteidigung, die gut steht, die da nicht viel zulässt. Und wir können auch hier mal kurz verraten, das wird ein sehr anstrengender Tag für uns, denn wir haben an diesem Tag 5 Spiele. Ihr Ligaspiele, wovon ich 2 als sehr, sehr wichtig erachte. Einmal Bierwurst United und auch die Soul Reapers, aber darüber hinaus natürlich hier die Bang Pros mitunter und auch die Sportfreunde, die ich auf ein vielleicht ähnliches Niveau heben würde, vielleicht einen Ticken stärker als wir. Und hinten heraus das neue Derby gegen Southampton, nochmal im Pokal. Also wird ein langer Tag und wir bereiten uns auch immer so ein Dreiviertelstündchen vorher vor, ein bisschen einspielen, ein bisschen wach werden. Das ist jetzt die erste Partie an dem Tage und sind noch relativ frisch dabei. Dann sogar Doppel-Derby-Tag, weil eigentlich gehört Bierwurst auch noch dazu. Bierwurst, Southampton, Seahawks laufen irgendwie parallel schon seit Ewigkeiten. Ja, auch da kann ich schon verraten, also eins der Commentaries, die jetzt folgen werden mit Bierwurst, ist wieder mit dem Kevin, mit dem Goalseeker. Habe ich schon abgedreht und es ist sehr witzig geworden. Und ja, was möchtest du dir hier mal sagen, so im Video, wenn das ja auch deine Jungs hier von den Seahawks mal anhören sollen? Also das ist ein defensiv wirklich starkes Spiel, auch wenn Bang Pros, du kannst ihn natürlich nie ganz vom Tor weghalten, aber wir haben da wirklich konzentriert verteidigt und auch alle zusammengearbeitet. Deswegen gewinnst du das trotzdem noch nicht, aber das ist ja schon mal das Wichtigste, ja, dass man sich gut im Spiel fühlt. Dass wir die Bang Pros nicht an die Wand spielen, das ist klar. Mhm. Aber dass man halt gut dabei ist. Und das ist wirklich gut gelungen in dem Spiel. Das ist uns ja leider an dem Spieltag nicht immer gelungen. Aber naja. Was man jetzt hier schon mal gut beobachten kann, ich glaube, das würde es fast so unterschreiben, relativ gutes Kurzpassspiel in den ersten Minuten. Auch ein paar Chancen auf der Seite des Gegners und auch ein bisschen Glück vielleicht auch an einer anderen Stelle. Aber in den ersten 20 Minuten hier ein ganz leichtes Abtasten hin und her. Es gab schon ein paar Abschlüsse, aber noch keine so ultra gefährlichen Situationen, außer den Einschuss in der 2. Minute, der gut gehalten worden ist. Aber sonst versuchen wir das natürlich hier dicht zu machen und dann relativ zügig nach vorne zu spielen, aber eben nicht durch diese langen Bälle oder irgendwas, sondern durch das Kurzpassspiel, was einem ja auch nicht immer so gelingen mag, wie es vielleicht der Fall sein könnte. Aber hier ein bisschen Tumult im eigenen Strafraum, hin und her gekicke und komm, jetzt kommen wir hier wieder ein bisschen raus, versuchen hier wieder ein bisschen nach vorne zu preschen. Ja, wo würdest du denn, hier übrigens mal ein Schuss von Schmackus, auch mal in Ordnung. Wo würdest du denn uns eigentlich sehen am Ende der Saison? Ich meine, da habe ich ja schon ein paar Meinungen eingeholt von dem einen oder anderen, von Sven oder auch von Marvin. Wo siehst du die Seahawks am Ende der Saison? Diese Saison geht es darum, sich in der 2. Liga wieder zu etablieren, ganz klar. Ja, also ich glaube schon, dass wir grundsätzlich mit allen Teams mithalten können, aber wir kriegen es halt nicht immer auf den Platz und deswegen realistisch betrachtet sehe ich uns im Mittelfeld, im gesicherten Mittelfeld. Auch wenn wir im Moment noch eher im unteren stehen, aber da bin ich zuversichtlich, dass wir das bis zum Ende der Saison auf jeden Fall hinkriegen. Genau, und in dem Moment, wie du das sagst, bekommen wir hier den 1:0 Gegentreffer durch den Schützen hier, Kimmich auf der Rückennummer hinten drauf. Counted. Tim Namen, glaube ich.
Das müsste Accounted gewesen sein. Das kann sein, hier sehen wir es noch. Ja, nennt sich Joshua Kimmich. Ja. aber gut, ja, gucke ich gleich nochmal drüber. Auf jeden Fall 1-0. Genau, es war auch der Counted, hast du recht. Vorbereitet durch den Pato. 30. Minute, 31. Minute, 1-0 für den Gegner. Vielleicht ein bisschen aus dem Nichts, aber hier direkt der nächste Abschluss. Hätte schon fast das 2-0 sein können. Hier ganz komische Szene im eigenen Strafraum, wo Groß nicht den Ball in die Hand nehmen darf. Oje, oh es hätte schon fast 2-0 stehen können. Ja, da hatten wir großes Glück natürlich. Aber das ist dann halt auch die Gefahr, wenn du einerseits schon relativ stabil gestanden hast, ein bisschen Glück gehabt hast und der dann irgendwann reingeht, dann darfst du halt nicht auseinanderfallen. Ja? Und ja, aber echt natürlich. Ja, wir haben halt einen Bombentorwart, der rettet uns da auch. Mhm. Und dann musst du dich aber auch langsam wieder fangen. Alles kann absolut. Da nicht ausfallen. Absolut, also es hätte jetzt durchaus schon 2-0, 3-0 stehen können nach den Chancen, die da gerade existiert haben auf Seiten von Bang Bros. Aber ja, ein bisschen Glück möchte auch mal ein bisschen mit dabei sein. Ansonsten auch immer wieder klären können den Ball und jetzt wieder versuchen, Nadelstiche zu setzen, wieder ein bisschen durchzukombinieren. Vielleicht den einen oder anderen überraschenden Ball zu spielen vielleicht. Und dann kann es ja ganz schnell wieder 1-1 spielen, denn ein 1-0 ist immer sehr trügerisch, würde ich sagen. Und ja, die Bang Bros, zumindest in den allerersten Spieltagen, hatten jetzt auch noch nicht so enorm überzeugen können, wie sie sich vielleicht selber vorgestellt haben. Und unter anderem unentschieden gespielt gegen die Geckos und unentschieden gegen Rising Era gespielt. Und ja, ansonsten auch gute, viele Spiele gewonnen, unter anderem auch gegen Sportfreunde. 4-0 gegen DMK oder ein 3-0 gegen Beer Wars. Also ja, war da auf jeden Fall auf dem Zettel. Haben jetzt hier auch so einen kleinen Lauf, haben häufig dann auch 0-0 gespielt, wenn sie denn gespielt haben. Aber vielleicht noch ein bisschen unter ihren Möglichkeiten. Ich kann hier schon mal verraten, nach diesen Partien, die wir jetzt hatten, nach diesem Spiel hier, haben sie auch nochmal die volle Ausbeute mitgenommen, also besonders Motivation nochmal schöpfen können aus dieser Partie heraus. Und sind dann auch nach diesen 11 Spieltagen, die dann absolviert sind, tatsächlich auf Rang 1, wo ich sie ja auch getippt habe. Ja, ist noch viel drin, auf jeden Fall. Ist da auch einiges möglich, was auch auf unserer Seite passiert? Es ist nur ein 1-0 zur Halbzeit. Also, was würdest du dir wünschen von unserem Team in so einer Situation? Jetzt ja 1-0 zur Halbzeit, war noch nicht so ganz unsere Hälfte, aber. Ja, aber das ist, wenn du die Statistik ansiehst, dann sieht das danach aus, als wenn wir auf die Mütze kriegen. Aber das ist halt unsere Chance in Anführungszeichen gegen Bang Bros. Ja, wir haben die erste Halbzeit standgehalten, wir liegen 1-0 zurück, es hätte auch 3-0 stehen können, aber es ist nur ein 1-0. Ja, da geht noch was. Jungs, das sage ich ja an der Stelle dann wahrscheinlich. Und jetzt müssen wir ein bisschen mutiger werden. Jetzt müssen wir auch mal 2-3 Angriffe nach vorne durchkriegen und natürlich weiter so kompakt stehen. Das ist ja das wegen, du hast, natürlich ist der Groß da sehr wichtig, aber dass die drei Jungs, die drei IVs da ja wie eine Mauer stehen, das ist ja wahnsinnig schwer, an denen vorbeizuschießen. Das ist natürlich auch super wichtig. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Absolut, absolut. Genau, also noch nichts gegessen hier an der Stelle und versuchen direkt jetzt mal über den Anstoß hier ein wenig nach vorne zu kommen. Es gibt ja verschiedene Varianten, wobei ja natürlich die beliebteste gerade bei so einer Aufstellung eben der lange Ball ist. Bei vielen anderen Teams ist es ähnlich. Und guck mal, hier auf einmal war da auch eine Lücke, war relativ viel Platz und da kann Sven auch einfach mal drauf schießen. Hat der Keeper wahrscheinlich hier geahnt, war vielleicht nicht perfekt platziert, aber wir bleiben dran, machen Druck, gewinnen den Ball direkt wieder. Markus nochmal rüber auf den Masti, der in der Mitte den Natti sieht, der jetzt natürlich nicht der riesig große Kopfballspieler ist, aber wenn Banke eben gut getimed ist und ein Natti da gut reinläuft, dann kann er da auch mal den reinknallen, ohne große Probleme, denke ich. Ja, das ist, aber siehst du direkt mal mutig 3-4 schnelle kurze Pässe gespielt, dann kannst du auch gegen Bankos mal durchkommen. Das klappt natürlich nicht jedes Mal, aber nur so kannst du was reißen gegen die. Ja, wenn du versuchst, da irgendwie mit irgendwelchen Alleingängen was zu starten, dafür sind die viel zu stark, da kommst du nicht durch. Was wir ja auch eben gesehen haben in den ersten Minuten nach Wiederanpfiff, auch wieder ein gutes Kurzpassspiel, relativ zügiges Spiel. Und so kann man halt auch so große, starke Mannschaften auch in der individuellen Stärke halt auseinandernehmen, ne? Indem man die gar nicht erst Richtung Ball lässt, wenn man wirklich so ein bisschen Abstand hat und hier auch einfach gut steht. Ne? Auch ein Putt, der hier den rechten Flügel eigentlich bedient, dann auch aushilft, sollte es mal eng werden.
natürlich mal ein bisschen aufpassen, dass man den Innenverteidiger nicht irgendwie den Fokus wegnimmt, ne? Das ist immer so ein Ding, aber im Großen und Ganzen gut mit zurückgearbeitet. Ne? Auf der anderen Seite auch Schmackos, der das immer wieder schön macht. Man betitelt das ja auch gerne als Schienenspieler, was meiner Meinung nach in den meisten Fällen immer relativ gut funktioniert. Manchmal ist es so ein bisschen bedacht auf beiden Seiten, aber im Großen und Ganzen immer eine schöne Angelegenheit. Hier übrigens eine sehr enge Geschichte. Fast das 2-0 hat der Stürmer sehr stark gemacht. Kriegt da nicht genug Druck auf diesen Lupfer da und können das wieder klären. Also auch die Verteidiger wieder dort, wo sie gebraucht werden, zur Stelle. Ja, ist noch nicht vorbei. Ja, natürlich. Wie ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, Chancen wird es immer geben für Bang. Aber wir sind eindeutig besser im Spiel. Wir sind viel mehr in der Hälfte vom Gegner. Wir haben viel mehr Spielanteile und wir sind einfach besser. Wir sind jetzt im Spiel angekommen. Absolut. Mal gucken wir mal hier auf die Situation. Er kann sich da ein bisschen durch, aber behält den Ball leider nicht stand, der Putt. Und der nächste Konter läuft hier. Marv, der wieder super gut aufpasst. Aus meiner Perspektive ein brutal starker ZDM da, der gut die Bälle verteilen kann, aber auch immer das Auge dafür hat, wo der oder gut spekuliert, wie der Gegner agiert und immer wieder den Ball dann auch gewinnt. Wenn der sich hier wieder anschießen lässt, das haben wir tatsächlich vermehrt in den Spielen jetzt gesehen. Aber das heißt ja auch für einen Stürmer, er weiß, wo er stehen muss. Ne? Und wenn dann der Ball irgendwie unglücklich abgefälscht wird, zum Beispiel in der Situation jetzt hier auch, dann hat der Stürmer auf einmal blank vor dem Tor den Ball und kann den einfach reinschieben, wo er will. Ja, aber das haben wir jetzt ja auch in der zweiten Halbzeit öfter schon bei Bang Pros gesehen, dass sie da ein bisschen unsicher waren bei dem Herausspielen von hinten und dass wir da öfters dazwischen gekommen sind. Ja, und da haben wir einfach gut gepresst und haben es auch geschafft, selbst Bang ein bisschen unter Stress zu setzen. Absolut. Absolut. Ja, Gießen Gegner, die auch anschauen. Oder erstmal die Chance hier. Und da ist er. Ja. Da ist er. Da ist er. So schnell kann es gehen, ne? Also es war einmal ein Innenverteidiger, glaube ich, der ein bisschen die Linie ein wenig aufgelöst hat, dass wenn der da perfekt da steht und da, wo der Ball schön durchgespielt wird, ich glaube, durch deine Wenigkeit sogar. Ja, ah, genau. Die Lücke war 2 Sekunden da. Ich habe sie zum Glück gesehen. Das war ein RBA-Pass, hätte auch genauso gut noch ein Fuß dazwischen kommen können, aber der hohe Steilpass hätte Sven zu wenig Zeit gehabt. Also das war schon beabsichtigt, so wie das geklappt hat. Wenn ihn dann so überragend reinmacht, ist natürlich... Ja, der gewinnt immer mehr Effektivität, sieht man jetzt aktuell auch im Training. Ne? Also wenn er die Pille vorne bekommt, dann knallt er den auch dem Torwart um die Ohren. Vielleicht nicht immer perfekt den Knick, aber halt mit so viel Wucht und so viel Selbstbewusstsein, dass er gut und gerne reingeht. Da wünsche ich mir gerne mehr von dem Sven. Darf er immer gerne so machen. Wir haben einen starken Sturm. Wir haben auf jeden Fall einer der besten Sturmduos in der Liga, auf jeden Fall. Also da gibt es gar keinen Zweifel dran. Ich meine, der Nati ist allein... Hat alleine 4-mal Torschützenkönig in seinem Profil drinstehen. Nicht schlecht, das muss man erstmal vorweisen können. Ne? Und dann hast du noch so einen Sven dazwischen, oder daneben genau gesagt, wo die ja auch recht unterschiedliche Spielstile haben. Ne? Und Sven jetzt gerade hier einen bulligeren Spieler, der Nati, glaube ich, ein bisschen kleiner, ein bisschen wendiger. Aber es funktioniert trotzdem ziemlich gut. Also da gibt ja auch ein paar mehr Optionen dadurch. Ne? Einfach kannst du mal einen Flanken auf den Sven. Die beiden ergänzen sich richtig gut. Ich habe ja schon vorher mit Nati bei den Blue Jays zusammengespielt und wir hatten eigentlich es ganz selten mal geschafft, da den richtigen Sturmpartner zu finden, wo es so wirklich klappt, wo auch beide Stürmer zufrieden sind und wo ich als Tom auch glücklich bin dahinter. Und die Situation haben wir im Moment, absolut. Also, und auf absehbare Zeit wird sich da ja wohl nichts ändern. Die Situation, gerade die wir beobachtet haben, ein ganz enges Ding. Also ich gehe da auch als ZDM nach hinten. Wir haben gesehen, dass in der Partie 3-4 Mal die Innenverteidiger auch ganz schön rausgezogen worden sind aufgrund der Breite des Angriffs von Bang Bros. Und dann gehen natürlich die ZDMs auch vielleicht mal einen Schritt mit nach hinten, um auszuhelfen. In der Situation hätte alles passieren können. Ja, ein falscher Tastendruck. Ich sag dir ganz ehrlich, also das ist natürlich dann so in der Spannung, in der Stimmung, in der wir da waren, spätestens da haben wir alle dran geglaubt, dass wir da mindestens einen Punkt mitnehmen. Und ich habe ehrlich gesagt noch auf den Lucky Punch nach vorne spekuliert. Ich habe gehofft, da kommt jetzt noch irgendwas. Ja, und also das ist wirklich, dafür spielt man dann doch Pro League.
Absolut, und das sehen wir immer gerade hier, ne? 87. Minute, jetzt haben wir das 1:1, jetzt hier mal ein langer Ball. Vielleicht kann den Sven irgendwie festmachen. Hier leider kein Glück. Wenn er den Ball irgendwie gewinnen kann, dann knallt er das Ding den Torwart um die Ohren mit seiner Schusskraft. Kann er sich die Ecke fast aussuchen. Auf einmal steht es hier 2:1, kurz vor Ende des Spiels. Hier jetzt nochmal der Versuch eines Ballgewinns, leider hier nicht geklappt. Jetzt rennen wir nochmal in den Konter rein. In die andere Richtung. Ja. Ja. Haben ja auch selber festgestellt, dass wir so ein bisschen konteranfällig sind. Vielleicht muss man da auch noch mal ein bisschen schauen, woran genau das liegen mag. Gehen wir in die letzte Minute mit 1:1, dass wir uns sehr hart erkämpft haben und schauen mal, ob wir das noch halten können hier nach der Ecke. Vielleicht gibt es noch einen schnellen Konter und können hier vielleicht noch ein Siegtor machen, aber Bengtsson ist natürlich heiß auf den Sieg, irgendwie den mitzunehmen. Versuchen hier nochmal alles rauszuholen. Letzte Minute läuft, nochmal ein Ball nach vorne. Können den nochmal da durchspielen und es gibt nochmal den Zug nach vorne. Paul wird nicht weiter angegangen. Ja, und da ist der Abpfiff. Ich würde sagen, ein sehr hart erkämpftes Unentschieden, was auch viel Moral gezeigt hat. Also sehen das jetzt hier auch nochmal in der Statistik. Nach wie vor spricht die Statistik eher für die Bang Bros, gerade was die Torabschlüsse betreffen. Aber summa summarum, und das hast du ja eben in der Halbzeit auch schon gesagt, ist das nicht, spiegelt das nicht immer unbedingt die Leistung auch wieder, was die Statistik sagt. Also wir haben uns da recht reingekämpft und ja, ich würde schon in der ersten Halbzeit 50 Pässe und in der zweiten über 80. Daran merkst du schon, dass wir deutlich besser im Spiel waren. Ja, und zu der Theorie, beziehungsweise das ist ja keine Theorie, dass wir im Moment viele Gegentore kriegen, die wir in der letzten Saison nicht bekommen haben. Ich habe ja die Theorie, dass deine Videos zu beliebt sind und dass uns die Gegner jetzt studieren und alle vorher wissen, wie wir spielen und deswegen überlaufen hier. Ich wünschte, es wäre so. Ich kann dir leider sagen, dass die Beliebtheit der Videos rein nach YouTube-Statistiken abnimmt. Also es gucken zunehmend weniger. Aber es stimmt tatsächlich, dass ich das gerne ein paar Leute zu Herzen nehme. Zum Beispiel die Geckos, weiß ich, die waren schon ganz besonders motiviert dadurch, aufgrund dieser Prediction, die ich da mit dem Cray gemacht habe, vor der Liga, vor dem Ligastart. Und da haben sie ganz extra viel Motivation genommen und haben sowohl gegen Sportfreunde gewonnen, also da, wo der Cray gespielt hat, als auch gegen uns. Also ja, so ist es eventuell auch. Aber erstmal vielen Dank für deine Zeit und du hast das letzte Wort. Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Videos. Also das macht großen Spaß. Sie sind ja zumindest bei uns sehr beliebt und ja offensichtlich auch bei einigen Gegnern. Und ja, also hoffentlich geht's weiter so. Dankeschön. Bis dahin, hau rein. Ciao. Alles klar. Dankeschön. Ciao.